Herzlich willkommen auf meinem Kanal Sir Rachdan. Mein Name ist Daniel und wir sind in meiner Werkstatt. Wir sind mittlerweile beim dritten Teil des Schreibtisches angekommen und wir bauen heute die Beine. Und ja, ich bin froh, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Und falls ihr die anderen Teile noch nicht gesehen habt, sind die unten in der Videobeschreibung. Okay, lasst uns anfangen. Ja, die Kunst ist es immer wieder, irgendwie aus diesen Stücken so das Maximale rauszuholen. Dann kann man hier jetzt sich schön, ich habe mir hier das Maß angezeichnet, was ich ungefähr brauche, einen rechten Winkel anlegen. So, weil ich besäume nicht gleich das ganze Ding, würde jetzt keinen Sinn machen. Bin mir da immer so ein bisschen unsicher, was die Länge der Videos angeht. Aber so ein Projekt kann man natürlich irgendwie auch auf 10 Minuten kürzen. Und ja, aber dann ist halt eine Menge weg, ne? Das ist also zack, 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 dann geht das so ein Schnellraffer durch und viele Arbeitsschritte werden auch nicht gezeigt und ich bin auch der Meinung, es würde dann den Anschein erwecken, dass man irgendwie auch in 10 bis 15 Minuten so einen Schreibtisch baut und das tut man halt nicht, ne? Also klar, wenn ich jetzt hier filme, tut man das sowieso nicht, weil Kamera hinstellen und ganze Gequatsche, ne? Man hat dann eher, wenn man dann so ein Stück baut und es halt nicht filmt, vielleicht Musik in der Werkstatt an oder auf den Ohren und rattert alles in eins durch, dann geht es natürlich wesentlich schneller. Okay, jetzt säume ich erstmal ab oder länger ab und sonst wird es heute nichts mehr. Ja. Ich habe jetzt das ganze Werkstück auf die Werkbank festgezwungen, weil es mir dann vielleicht doch so ein bisschen hin und her rutscht. Habe dann hier unten drunter natürlich auch die Führungsschiene mit der Zwinge festgemacht. Und jetzt ist alles fest und ich brauche den nächsten Schnitt. Sind jetzt die Beine und jetzt muss ich mir erstmal hier Platz machen. Die Beine werde ich mir jetzt hier aufspannen, weil die werden ja genau bündig mit der Außenkante ineinander verleimt. Und ich muss ja jetzt dieses Zwischenmaß haben. Laut Plan ist das natürlich dann irgendwie 400. Aber man weiß halt nicht, wie es dann real ist. Ja, man rubbelt vielleicht doch ein kleines bisschen anders runter. Die Stücke kommen ja nicht irgendwie aus einer CNC-Maschine. Da wo man immer gleich sagen kann, wow, das ist so. Das passt. Ich schneide mir jetzt das genaue Maß, was ich jetzt abnehme. Ich nehme jetzt ein bisschen länger, schneide ich. Und danach taste ich mich an das Maß ran. Also die beiden Stücke, die ich mir jetzt ausgesucht habe, die sehen ganz schön aus. Die schneide ich mir jetzt auf das Maß. Und ich gucke dann gleich dann nochmal, Kamera off, auf der anderen Seite, ob das Maß dann da genauso ist. Und danach muss ich mir natürlich merken, dass diese beiden Beine für die, wenn ich jetzt davor stehe, für die linke Seite sind und die anderen beiden Beine mit diesem kleinen Stück, was ich unten zwischenschneide, für die rechte Seite sind.
Also das sollte man sich schon markieren oder hinlegen. Also ich lege es mir jetzt hin, weil ich jetzt alles in eins durcharbeite und ist dadurch nicht in Vergessenheit gerät. Geschafft, das Stück steht und das lege ich mir jetzt beiseite, markiere mir jetzt hier vielleicht auch gleich schon für die Domino die Stellen zum Fräsen. Also ich habe ziemlich genau gearbeitet, was man jetzt hier sieht. Ich kann also das Stück Holz hier jetzt direkt als Referenz benutzen, um den nächsten Kappsägeschnitt zu machen. Das finde ich ja doch mal schön, dass, ja, dass es dann halt, wie soll ich sagen, dass es genau ist. Ne? Ich sehe jetzt beide Seiten und es hätten ja jetzt auch Ungenauigkeiten auftauchen können beim Verleimen. Und ja, da freue ich mich auch schon wirklich, freue ich mich wirklich drüber, dass ich da jetzt keine Ungenauigkeiten habe. Okay, dann geht's jetzt an die Kappsäge. So, ich habe mich jetzt an die Reißlinie herangetastet, weil ich mir nicht irgendwie beim Abnehmen gedacht habe, naja, vielleicht ist da noch eine kleine Ungenauigkeit und habe mich dann angetastet und jetzt beim letzten Schnitt exakt auf der Reißlinie war das Maß natürlich da. Manchmal bin ich da mit Herantasten noch ein bisschen ängstlich mit den Maßen, aber es liegt einfach daran, wenn es zu kurz ist, ist es zu kurz und dann kann man es nicht mehr retten. Ich meine, ich habe jetzt hier noch zwei Stücke über, dass ich also noch was hätte machen können. Aber ich bin mir jetzt, was heißt aber es ist natürlich besser, wenn man sich herantastet und halt nicht verschnitt hat. Das hier ist ja das kein richtiger Verschnitt, das kann man in späteren und anderen Projekten ja noch gebrauchen, das Material, was jetzt da noch liegt. Ich habe hier eine kleine Hilfe aufgespannt, das sind zwar jetzt nicht viele Bretter, die ich jetzt dübele, aber ich mache das eigentlich fast immer. Das ist dann einmal jetzt für die langen Schnitte, damit ich hier eine Auflage zum Dübeln habe für beide Seiten. Und dann einmal jetzt beim Dübeln von der Längsseite, dass ich dann jetzt so einen Anschlag habe, damit dieses hier mir nicht verrutschen kann. Ja, also nicht so dolle. Ich könnte natürlich jetzt hier auf der anderen Seite mir jetzt natürlich auch noch was fest zwingen. Und das tue ich jetzt auch, weil dann kann das auch nicht verrutschen. So, das mache ich für die andere Seite auch und danach, wenn ich die andere Seite auch lose aufgesteckt habe, nehme ich das Zwischenmaß für die Strebe hier zwischen. Na, ich möchte auf der Höhe ungefähr noch zum Stabilisieren eine Strebe zwischensetzen, aber dann nehme ich mir das mal noch ab. Ja, ich gucke jetzt mal nach einer Möglichkeit, wie ich ihn spannen könnte, den Tisch mit den Beinen. Ich könnte es legen zur Seite. Dann habe ich die Spannen so oder ich spanne es aufrecht. Da bin ich mir gerade noch nicht so sicher, wie ich es machen möchte. Ich glaube, ich mache es aufrecht, dann kippen die Beine nicht so zur Seite. Geht ja letztendlich jetzt darum, dass ich den hier zwischenmesse
damit ich ihn dann auf diese Höhe ungefähr einsetze. Okay, das messe ich mir jetzt aus und danach verleimen wir das Ganze. Ich glaube, ich lasse es so aufrecht, ich könnte es ja auch liegend machen. So habe ich danach ein ganz kleines bisschen mehr Kontrolle, es auszurichten, als wenn es auf einer Seite aufliegt. Und ja, dann werde ich das wahrscheinlich dann noch mal hier von hier aus zwingen und dann natürlich noch einmal von hier zusammen zwingen. War jetzt doch gar nicht so ganz einfach, das anzeichnen, obwohl ich das eigentlich, naja, auch einfach ausmessen könnte. Aber die Sache ist die, ich habe es mir jetzt nochmal von der Ferne angeguckt und es ist ja nur in einer Zeichnung drin und ich habe diesen Tisch ja so nicht noch schon mal gebaut. Also wollte ich jetzt wissen, wie es wirkt, weil es geht ja halt darum, wenn man jetzt der Tisch steht, ist das ja die hintere Blende. Und die möchte ich eigentlich nicht sehen, wenn ich vom Tisch stehe. Und das ist so jetzt nur so gerade so jetzt der Winkel, wenn der Tisch dann steht, dass man vielleicht die untere Seite gerade so dann sieht von Weitem. Ja. Und das bringt dann, so merkt man es schon, dann die Stabilität noch rein. Dadurch, dass es dann jetzt so unten fest ist und hier fest ist, kann es sich durch diese parallele Versteifung da nicht mehr bewegen und der Rest wird dann so rum aus dem Ring geholt und das wird für den Tisch meiner Meinung nach eine Menge ausreichen. Im Nachhinein würde ich das Design vielleicht dann doch noch mal ein ganz kleines bisschen abwandeln und den Rahmen hier oben nicht einzeln machen, sondern die Tischbeine in eins durchmachen und mit der Hauptplatte verleimen und damit dann hier auch noch so zwei Stoßkanten entstehen. Ich war mir aber bis die ganze Zeit noch nicht sicher, was für Beine ich baue. Es gab so zwei Möglichkeiten und ich habe mich jetzt zu dieser Möglichkeit hier jetzt durchgerungen, weil ich die ganz schick finde. Und geht eigentlich darum, weil ich dazu noch einen Hocker bauen möchte. Und ursprünglich habe ich zuerst den Hocker gezeichnet oder den Stuhl. Und aber da jetzt irgendwie der Tisch dringender gebraucht wird als ein Hocker, habe ich mir gedacht, baue ich jetzt erst den Tisch und im Nachhinein vielleicht noch einen Hocker. Oder dann den Hocker, je nachdem wie ich Zeit habe. So viel Zeit habe ich leider zur Zeit nicht, dass ich hier die ganze Zeit die Werkstatt für Videos in der Werkstatt verplempern kann. Okay, dann baue ich das jetzt nochmal auseinander, fräse hier die beiden Löcher nochmal ein, so wild ist das ja nicht, löse die Leiste und es wird dann alles verleimt. Dann ging das auch relativ schnell, würde ich jetzt nochmal sagen, zum Schluss. Spanne das dann alles an und wir warten ab, wie das bis morgen ist, wie es dann aussieht. Und danach kümmern wir uns um die Schublade. Ja, okay. Nochmal. Jetzt alles verleimt. Bin durchaus zufrieden. Hätte vielleicht mir doch irgendwie Hilfe holen sollen. Alleine ist das doch schon ganz schön anstrengend, alles irgendwie schnell genug zusammenzuzimmern hier. Und ja, ich bin gespannt. Ich lasse das jetzt hier über Nacht trocknen. Bin gespannt, wie es morgen aussieht. Und danach geht's an die Schublade. Ich hoffe, euch hat es gefallen und was weiß ich, vielleicht quatsche ich manchmal zu viel, aber ich glaube, das bin ich. Ja. Ach, ich freue mich einfach. Ne? Es sieht einfach schön aus bis eben und ich bin glücklich darüber, dass es bis eben so weit und so gut so funktioniert hat, wie ich mir das vorstelle.
Danach wird nochmal alles geschliffen, weil ich jetzt ja hier überall noch die Bleistiftmarkierungen sehe. Die möchte ich natürlich danach nicht mehr sehen. Die sollen natürlich dann weg. Und ja. Ach. Wir sind mittlerweile am Ende des dritten Teils angekommen. Die Beine sind fertig und ja, es sieht meiner Meinung nach klasse aus. Es muss jetzt noch geschliffen werden und dann auch noch ein Finish natürlich drauf gesetzt werden. Aber als erstes bauen wir die Schublade und da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich die Eckverbindungen machen möchte. Und da lassen wir uns dann überraschen. Das steht dann als nächstes an. Und ja, ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen bis hierhin und über ein Like und einen Kommentar natürlich würde ich mich super freuen, was ihr davon haltet. Und bis die Tage. Euer Daniel.